Mein Name ist Pedro Wemba. Ich bin in Angola geboren. Ich war 3 Jahre alt, als ich nach Portugal gekommen bin. Und wohne in Portugal, also bin in Portugal aufgewachsen und in die Schule gegangen. Bis ich mich entschieden habe, Deutsch zu lernen. Und dann habe ich ein paar Leute, Urlauber in Portugal gekannt. Die haben mich nach Deutschland eingeladen und das Land hat mir sehr gefallen und hat mich entschieden, später nach Deutschland zu gehen und dort arbeiten. Jetzt arbeite ich und meine Frau in Deutschland und wir haben eine eigene Wohnung in Portugal und wir kommen ab und zu unserem Urlaub in Portugal. Also, ich finde interessant das Essen, ist sehr gut. Sie können verschiedene Fische essen. Gibt es auch sehr gute Gerichte aus Fleisch. Die Leute mögen grillen. Und abends gibt es viele Bars, wo man sich amüsieren kann und trinken kann und so weiter. Also, Kabeljau zum Essen, Sardinen auch. Tintenfisch ist auch sehr gut und es gibt ein flacher Fisch, ich weiß nicht der Name auf Deutsch, aber auf Portugiesisch heißt Solha, ist ein sehr guter Fisch. Zum Trinken, wir haben auch sehr gutes Bier, Superbock und Weine würde ich also Vinho Verde empfehlen, weil es, das kann man nur in Nordportugal bauen. Ich würde empfehlen unsere Strände, aber vormittags, weil nachmittags sind die sehr windig.